kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Встречаемся мы с вами не первый раз. В преддверии 50-й годовщины крупнейшей стратегической операции после окончания Второй мировой войны, операция «Дунай», ввод войск Варшавского договора в Чехословакию. Идва дежурная по полк и казва тревога. Излиза батилия. Сигнал. И всичко пали. И се товарим у самолетите и заминаваме. Къде? Не знаем. Супер. Nu is voltam feleségem. Akkor terhes volt. Hát nem volt kellemes elmenni. Hát ezt is megértük, úgyhogy bele volt kalkulálva az életünkbe. Elmondhatjuk, hogy a háborút megnyertük. W kościele była pani sprzątaczka, która sprzątała kościół akurat, ci dwaj świadkowie i tylko my. Nie pamiętam nawet tej przysięgi, taka byłam zrozpaczona. Został zawieszony na jakiś czas w awansie, w podporucznika na porucznika. Ktoś doniósł, że on ten ślub kościelny był. August 1968. Im Westen demonstrieren sie mit roten Fahnen, im Osten werden sie verbrannt. Tja, das war dreimal so tief, also 80 cm tief. Und zum Schluss waren die schräge Plane so zeltartig drauf weggelegt. Hm. Und da haben wir gehaust, hm, in den Löchern. Der Soldat steht in der Grundhaltung still. Die Füße stehen mit den Hacken aneinander. Die Fußspitzen zeigen in einem Winkel von 60 Grad nach außen. Der Kopf ist aufrecht zu halten. Der Blick ist gerade ausgerichtet. Der Mund ist geschlossen. Die Muskeln. Ich will die Befehle einfach nicht mehr hören. Ich höre nur noch so weit hin, als es unbedingt nötig ist. Niemand weiß von meinem Radio. Es hält mich davon ab, den Verstand zu verlieren. Das Radio bewacht die Grenze zwischen mir und dem Wahnsinn hier.